Yay, Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, was geht heute ab? Wir sind heute in der Brutzelhütte, da gehen wir gleich mal zusammen hin. Mit dabei heute am Start, Enes hinter der Cam. Was geht? Und Marcy. Ja, Mann. Und wir drei haben auf jeden Fall eine geile Challenge vor. Wir wollen nämlich eine Barometerwurst essen. Heißt unterm Strich eine Currywurst mit 3 Stufen Schärfegraden. Hier gibt es die schärfste Currywurst Norddeutschlands. Die wissen auch Bescheid, es ist relativ voll. Wir müssen gleich mal zusammen gucken. Und dann werden wir mal sehen, wer die Wurst packt, Freunde. Kommt mit. So. Werden wir mal schauen, ne? Hunger, oder? Mal gucken, was die Kühe. Ja, Leute, wie ihr seht, es ist mega voll. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt erstmal ganz entspannt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Essen haben. Bis gleich. Jo. Oder eine normale Curry mit als Barometer. Spezial? Spezial. Spezial. Ja, kennt ihr die Spezial schon? Ja. Jetzt geht's los. Wollt ihr mit frischem oder röst? Mit frischem gerne. Ja, alle mit frischem. Gerne. Welche Schärfen sollen es denn werden? 8, 9 und 10. Ja. Der Blick dazu, geil. Hey Leute, ihr habt gehört, für uns gibt es was Spezielles, die Barometerwurst Spezial mit 3 Schärfen. Mal sehen, Enes, du verlierst eh. Ich glaube nicht. Curry Mayo nehme ich. Was wollt ihr trinken? Bierchen. Ich nehme gerne eine Mischmasch und Kakao. Für mich auch Mischmasch und Kakao. Ich würde ein Bierchen und Kakao. Ja. Was hast du denn da? Nehme ich auch Astra. So, dann sehen wir uns gleich beim Essen wieder. Ja. Yay, Leute, geht los. Da kommt sie. Was hast du jetzt Feines? Am Stäbchen geht's los. Am Stäbchen geht's los. Mal schärfer zu der Seite hin. Oh. Am Stäbchen wird schärfer. Nee, am Stäbchen geht's los. Ach so. Am Stäbchen geht's los. Am Stäbchen geht's los. Am Stäbchen geht's los. So, Jungs. Also, warte mal, haben wir Besteck? Wir haben langsam. Dankeschön. Danke dir. Ja, einmal schauen, Jungs. Am Stäbchen geht's los. Am Stäbchen geht's los. Am Stäbchen geht's los. Ich lasse das Stäbchen mal. Stäbchen sein. Ja. Guten, ne, Jungs? Ja, lass dir schmecken. So, reingehauen, ne? Ja, dann durch. Und angefangen mit da. Ja, Mann, stimmt. So, ja, die 8 ist noch entspannt. Mhm. Oder? Lecker. Wann kommt die Schärfe? Ich dachte, wir wollten scharfe Currywurst essen. Hab ich auch gedacht. Vielleicht noch. Also, jetzt langsam. Kommt sie? Ja. Die schmeckt aber noch ganz gut. Ja, Currywurst Spezial, da nur okay. Ja, die Brutzelhütte. Besser laden. Die fällt besser laden. Ah, ja. Oh, ich guck auf. Geht los. Die 9. Attacke. Oh ja. Ja? Jungs, ordentlich kauen, ne? Nicht vergessen. Die 9 ist gut. Das war die 9.
Alter, wie kleckert. Ja. Also, die ist aber auch noch okay. Kim ist raus. Ja, wir haben den Verlierer für heute gefunden. Ganz genau. Könnt ihr euch schon mal auf die Bestrafung freuen? Von Kim. Weil Kim ist jetzt aus dem Spiel. Und ich starte mit der 10. Jungs, Mädels. So, ne? Die 10. Nee. Aufpassen. Soll es morgen regnen oder? So, 9. War gut. Bringt den Kreislauf in Schwung? Das ist die 10. Ja. Blöd, ich bin raus. Oh. Oh ja. Ja. Der Sieger? Jetzt brennt aber. Ohne Probleme? Jetzt brennt. Ich meine auch noch wieder. Die 10 ist. Nee. 10 geht nicht. Digga, das tut ja weh, Alter. Ja, aber. Mein Kreislauf wäre gerade. Mhm. Mein Rachen brennt. Ein paar Sekunden später. Also, eine 8 ist lecker. Ab 9 wird es schmerzhaft und die 10, ich schwitze. Mein ganzer Rachen brennt. Enes musste seinen Pulli ausziehen. Ich muss meinen Pulli ausziehen. Merch ist aber am Stissel, immer noch. Ja, die 8, top. 9 ist weg. Die 10 probiert. Nee, Digga. Kreislauf. Ja, Jungs. Aber wie schon angekündigt, Jungs, ne? Ich hab gewonnen. Ja, war abzusehen. Machst du jetzt weiter? Platz 2. Und der Kim hat leider verloren. Der hat schon bei der 9 aufgegeben. Leute, Alter. Eine 7 ist noch echt angenehm. Meine Zunge brennt richtig. Wenn ich einen heißen Pommes esse, das tut weh. Ich gestehe mir ein, ich hab safe verloren. And the winner is... Ich, Digga. Ihr habt gewonnen. Das Gelenk-Kram wieder. Echt? Wirklich. Also echt. Heute Abend habe ich wahrscheinlich Schmerzen. Aber unten herum. Ja, Jungs, Mädels. Freut euch auf die Bestrafung. Freut euch auf die Bestrafung hier von dem lieben Herrn Go Hugo. Wir sehen uns zur Bestrafung wieder, Leute. Ja, ja. Mach ja schon. Ja, Digga. Schweine. Ja. Bestrafung muss sein. So, ne? Schuhe darf ich aber auslassen, ne? Schuhe darfst du auslassen? Schuhe darfst du auslassen. Gib mir Handy die Tasche da. Käppi ab. Alles aus den Taschen raus. Schöne Challenge hat er sich überlegt. Richtig gut. Ihr Alter. Ja, hau rein, Alter. Ey Leute, für die, die neu sind, auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und jetzt sehen wir uns bei der Bestrafung. Yeah! Ja, ja, komm, nach Hause jetzt. Scheiße, scheiße. Ja, ja, ist gut jetzt. Doch, so. The Walk of Shame, oder was? The Walk of Shame. Ja, bekannt. Wettschulden sind Ehrenschulden. Wettschulden sind Ehrenschulden, auf jeden Fall. So sieht es nämlich aus. Und, was sagst du zu deinem, was sagst du zu deinem kleinen Schwimmausflug? Aber es ist erfrischend, muss ich sagen. Wirklich, jetzt ist schon... Nee. Ab nach Hause. Scheiße, große Autoschlüssel.
Nee. Den hatte ich in der Tasche. Oh Mann, Alter. So, liebe Leute. Das war ein schöner Tag heute. Mit Kimbo und Marcel. Ja, das war's von mir. Haut rein mit diesem Video. Bis demnächst. Mhm.